Hey Hillsong Kids, so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie genial ist es, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern können. Ich bin Jonas und ich bin Teil von Hillsong München. Wir werden jetzt eine unfassbar gute Worship-Zeit haben, in der wir alle aufstehen, egal ob du noch im Schlafanzug im Bett liegst, am Frühstückstisch sitzt oder schon in der Microchurch mit deiner Familie bist. Lasst uns alle zusammen aufstehen und uns bereit machen, Gott zu preisen. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Gott hat mich wirklich gut gemacht. Ich bin schön. Seid ein Stern in dem Herr und in der Macht seiner Stärke zieht die ganze Rüstung Gottes an, damit ihr feststehen könnt, auch wenn der Teufel Böses plant. Seid ein Stern in dem Herr und in der Macht seiner Stärke zieht die ganze Rüstung Gottes an, damit ihr feststehen könnt, auch wenn der Teufel Ephesians 6:11.
liebe Kids, wir machen jetzt gleich weiter mit der Message, die ich dir heute bringen darf. In den letzten Wochen hast du ganz viel gehört über die Psalmen, die Sprüche und Gleichnisse aus der Bibel. Und ab dieser Woche starten wir in die neue Serie, die heißt Leben mit Jesus. Und an den nächsten Sonntagen wirst du viel erfahren über die Waffenrüstung, die in der Bibel uns erklärt wird. Für heute habe ich dir etwas mitgebracht, und zwar ein Brillenetui. In diesem Brillenetui weißt du mit Sicherheit auch, was sich darin versteckt. Richtig! Hier ist meine Brille drin. Und wofür brauche ich dieses Brillenetui? Ich brauche es, damit ich meine Brille schützen kann. Zum Beispiel kann ich dieses Brillenetui in meine Tasche reinstecken und meiner Brille wird nichts passieren. Wenn ich meine Brille einfach nur so in meine Tasche reinschmeißen würde, dann würde sie vielleicht kaputt gehen. Und heute wirst du erfahren, was dieses Brillenetui mit unserem Gott zu tun hat und wie er uns schützen möchte. Aber bevor wir davon sprechen, möchte ich dir erst einmal die Geschichte von heute mitbringen und wünsche dir ganz viel Spaß. Eines Abends aß Jesus mit seinen Jüngern zu Abend. Es war alles andere als ein gewöhnliches Essen. Es ist als eines der berühmtesten Mahlzeiten der Geschichte bekannt. Wir nennen dieses Essen das letzte Abendmahl. Für die Jünger war es ein ganz normaler Tag und das, obwohl sie mit Jesus zusammen waren, der Wunder tat und Kranke heilte. Die Jünger wussten damals noch nicht, dass Jesus später an diesem Abend verhaftet, vor Gericht gestellt und schließlich hingerichtet werden würde. Aber Jesus wusste das schon. Er wusste auch, dass er von den Toten auferstehen würde, denn er wusste, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich muss euch bald verlassen, sagte Jesus zu den Jüngern. Als die Jünger dies hörten, standen sie mit entsetzten und schockierten Gesichtern auf. Bald? Herr, wohin gehst du? Sagte Petrus. Sag es uns, damit wir auch mit dir gehen können. Aber er sprach nicht von einem Ort auf der Erde, er sprach von einem Ort im Himmel. Er schaute seinen Freunden tief in die Augen und antwortete, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kann zum Vater kommen, außer durch mich. Dazu waren sie überhaupt nicht bereit. Bis zu diesem Moment war ihnen nicht klar, dass Jesus sie schon so bald verlassen würde. Sie verließen sich auf seine Kraft und Weisheit, um jeden Tag zu überstehen. Jetzt, da er ging, wusste Jesus, dass er sie stark machen musste. Er musste sie in dem Wissen und Vertrauen zurücklassen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Durch Jesus können wir stark sein. Paulus sagt uns in Epheser 6 etwas über die Waffenrüstung Gottes. Seid schließlich stark in Gott und in seiner mächtigen Kraft. Zieht die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr euch gegen die Machenschaften des Teufels behaupten könnt. Es ist die Wahrheit von Jesus, die uns gegen jeden Angriff des Feindes schützt. Durch Jesus, den Weg, die Wahrheit und das Leben, können wir stark sein. Gott gibt uns eine Rüstung, damit wir in unserem Leben mit Jesus stark sein können. In der Geschichte haben wir also gelernt, dass Jesus der Weg ist, durch den wir zu Gott im Himmel kommen können. Er hilft uns dabei, stark zu sein und hilft uns dabei, im Alltag gut zurechtzukommen. Zum Beispiel, wenn du in der Kita bist oder in die Schule gehst oder vielleicht gerade noch in den Ferien bist. Jetzt erinnerst du dich vielleicht noch an das Brillenetui, das ich dir am Anfang gezeigt habe. Und wir haben schon ganz kurz darüber gesprochen, dass Gott uns auch etwas schenkt, das wie dieses Brillenetui ist, das uns hilft und das uns schützt. Und damit meine ich die Waffenrüstung. In der Bibel wird von einer Waffenrüstung erzählt. Was ist überhaupt eine Waffenrüstung? Früher mussten Ritter oder auch Soldaten eine Rüstung anziehen, damit sie sich schützen können, wenn sie gegen Feinde kämpfen. Wir, jetzt in unserem Leben, wir müssen nicht unbedingt gegen Feinde kämpfen. Aber auch für uns gibt es Dinge, gegen die wir kämpfen müssen. Zum Beispiel möchte der Feind, der Teufel, dir manchmal Lügen einreden. Vielleicht sind in deinem Kopf manchmal Gedanken, wie zum Beispiel, mich hat sowieso keiner lieb. Oder ich bin kein guter Freund, ich bin keine gute Freundin. Aber diese Sätze kommen nicht von Jesus und nicht von Gott, sondern der Teufel möchte dir diese Lügen einreden. Und jetzt gibt es eine Sache, die wir aber tun können, um uns dagegen zu schützen. Nämlich, wir ziehen unsere Waffenrüstung an.
Und Paulus beschreibt uns verschiedene Dinge, die zu dieser Rüstung dazugehören, die wir uns anziehen können. Zum Beispiel brauchen wir einen Gürtel. Einen Gürtel benutzen wir, indem wir ihn um unsere Hüfte herum anziehen. Und Paulus sagt, dass wir einen Gürtel der Wahrheit anziehen sollen. Wir sollen uns also Wahrheiten um uns herum anschlingen, damit wir immer wissen, die Wahrheit, die Jesus zu uns sagt, ist: Du bist mein geliebtes Kind und du musst vor niemandem Angst haben. Der erste Punkt heute heißt also: Mach dich bereit, zieh deine Rüstung an. Der zweite Punkt heißt: Sei stark. Im Alten Testament gibt es einen Mann, er heißt Josua. Vielleicht hast du schon von ihm gehört. Josua war der Nachfolger von Mose, der das Volk Israel führen sollte. Und davor hatte Josua ziemlich große Angst, weil er das Gefühl hatte, dass er das vielleicht nicht gut machen würde. Aber hier spricht Gott zu ihm und dieser Vers steht in 5. Mose. Ich lese dir einmal vor. Hier steht: Sei stark und mutig, hab keine Angst und erschreck nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, wird selbst mit dir gehen. Er wird dich nicht verlassen und dich nicht im Stich lassen. Und Gott spricht diesen Vers nicht nur zu Josua im Alten Testament, sondern auch zu dir zu Hause oder zu dir in der Microchurch, wo du gerade bist. Und der dritte Punkt von heute heißt: Durch Jesus bin ich stark. Erinner dich noch einmal an die Geschichte, die wir uns angeschaut haben. Jesus möchte, dass du zu ihm kommst, denn durch ihn kannst du zu Gott im Himmel kommen. Und er wird dir helfen, alle Lügen vom Teufel auszulöschen und dich daran erinnern, dass du stark sein darfst und gegen alles kämpfen kannst, was dir in deinem Alltag so begegnet. Manche von euch sagen jetzt vielleicht: Ich kenne diesen Jesus noch gar nicht so gut. Und dann will ich dir sagen, das ist gar kein Problem, denn du kannst Jesus kennenlernen und du kannst sein bester Freund sein. Und das geht ganz einfach. Ich werde gleich ein Gebet sprechen und du kannst zu Hause oder in der Microchurch dieses Gebet nachsprechen. Und so kannst du ab heute Jesus als deinen besten Freund in dein Herz einladen. Wenn du das tun möchtest, dann werde ich gleich bis 3 zählen und bei 3 darfst du ganz mutig deine Hand in die Luft strecken und danach beten wir. Also, 1, 2, 3. So cool, dass du deine Hand gehoben hast. Jetzt beten wir und alle Kids beten ganz laut gemeinsam mit. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz gestorben und wieder auferstanden bist. Ab heute will ich dein bester Freund sein. In deinem Namen und alle rufen gemeinsam: Amen. Danke, Rebecca, für deine mega gute Message. Hey, wie cool waren die Punkte und wie einfach zu merken. Vielleicht schaffst du es, diese Punkte auswendig zu lernen und nächste Woche aufzusagen. Das wäre doch cool, oder? Wenn du dich heute das erste Mal für Jesus entschieden hast, dann ist das die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Ich und das ganze Kids-Team feiern deine Entscheidung. Herzlichen Glückwunsch! Du kannst uns mega gerne wissen lassen, wenn du dich heute entschieden hast, und zwar unter dieser E-Mail-Adresse, die du unten findest. Wir werden dir ein kleines Geschenk zukommen lassen, mit dem du deine Beziehung zu Jesus weiter ausleben kannst. In den nächsten Wochen werden wir weitere coole Predigten über die Serie Leben mit Jesus hören. Da wird es, wie Rebecca schon gesagt hat, um die Waffenrüstung gehen, die Jesus uns schenkt, um unser Leben gut zu leben. Ich freue mich schon riesig drauf, die ganzen Predigten zu hören und hoffe, dass du genauso gespannt bist, mehr über das Leben mit Jesus zu lernen. Leider sind wir jetzt schon am Ende des Gottesdienstes angekommen. Aber zum Glück haben wir nächste Woche wieder Gottesdienst. Bis dahin wünsche ich dir die beste Woche, egal ob du Ferien hast
oder schon wieder in der Schule und im Kindergarten bist. Hab die beste Woche und genieße es. Ciao! Hello! Konnichiwa! Aloha! Hello! Hello! Konnichiwa! Konnichiwa! Aloha! Aloha! Ah!